wir legen los. Heute mit unserem Entwicklerthema. Bedeutet also, heute wird nichts im Speziellen mehr vorgestellt, keine Komponente vorgestellt, denn heute geht es wirklich um Patterns, um neue Patterns, die sich über die neuen X4-Versionen eben dann eignen. Mein Name ist Markus Scheurer von der Firma Soft Project. Heute, wie gesagt, ein ganz spezielles Thema für eine ganz spezielle Zielgruppe, und zwar für unsere X4-Entwickler. Stellt sich ja in vielen X4-Szenarien mehr oder weniger die Problematik von Batch-Verarbeitungsszenarien. Also wir müssen viele Dateien von A nach B schieben oder aber wir müssen Datenbankmigrationen, Abgleiche durchführen. Wir müssen Daten von A nach B über die Pipe X4 bringen, wenn wir es als Middleware nutzen. Oder aber, was wir schon hatten, wir müssen übergroße XMLs irgendwo hinstreamen, irgendwo paketieren. Wir ziehen uns die aus der Datenbank oder aus dem SAP-System, wir verändern sie, wir reichern sie an und legen dann irgendwo anders wieder 1,8 GB XMLs ab. Also diese Szenarien, die gibt es alle zuhauf, dass wir uns irgendwoher Daten lesen, irgendeine Datei lesen, in einem Loop, in eine Iteration und die ins X4 holen und irgendwo anders hin schieben. Also ein klassisches Move per Pattern und genau solche Themen. Die tun einem weh, wenn man nämlich vielleicht 20.000 dieser PDFs von A nach B schieben muss, vielleicht auch in der Datenbank versenken muss, vielleicht auch in einem CLOB-Feld irgendwo verstauen muss. Und man hat im nächsten Zeitintervall die Arbeit noch nicht getan. Das heißt, man startet vielleicht den Prozess alle 10 Minuten, aber der Prozess an sich läuft unter normaler Tageslast schon länger als 10 Minuten. Und dann gibt es schon eine Grenze, und zwar eine Grenze der Dauer der Gesamtverarbeitung, die ich hier aufgeführt habe. Das heißt, wir halten den RAM und die CPU-Belastung zwar am Boden, mit diesen sehr flachen, engkanaligen Iteratoren, aber es ist nicht im Sinne des Erfinders, weil wir natürlich das recht schnell weghaben möchten. Ja, wir möchten das recht schnell transportieren, sofern es geht, auch parallel transportieren. Wir hatten vor einiger Zeit ein Projekt, also ich nenne auch keine Namen, aber da war es zur Aufgabe, dass wir aus einer Webplattform verschiedene Informationen bekommen, verschiedene Summaries, sage ich jetzt mal so, und wir mussten diese Summaries, diese XMLs, diese SOAP Calls in einer Datenbank verstauen. Hört sich einfach an. Aber in der Architektur war festgeschrieben, wir benutzen alte Batch-Skripte auf der Gegenseite und wir müssen jedes Insert, jedes Update in einem speziellen CSV-Format ablegen. Das Mengengerüst war ursprünglich dafür gebaut, dass wir pro Stunde 200 bis 300 diese Summaries ablegen. Und mittlerweile sind wir beim Mengengerüst hier bei ca. 50.000 dieser Objekte. Also wir haben das Mengengerüst gesprengt mittlerweile. Es war recht schnell abzusehen, dass da viel, viel mehr Traffic über dieses Webportal geht, wie ursprünglich gedacht. Und da haben wir genau diese effizienten Patterns dann ausgeformt und weiterentwickelt. Also genau das ist das Thema, was wir heute dann behandeln. Wir müssen den RAM-Bedarf, die CPU-Belastung ziemlich punktgenau treffen. Mit unserem klassischen Iterator können wir die CPU-Belastung nur sauber dosieren, indem wir den Prozess parallelisieren, indem wir ihn stapeln. Aber das ist auch schwer auszusteuern. Also einfach nur in zwei Instanzen eines Prozesses zu starten, der die Dateien von
A nach B schiebt, das wissen Sie alle, das ist oftmals auch nicht zielführend, weil wir gegebenenfalls dann wieder ein Locking-Pattern entwickeln müssen, das die Dateien auf der Platte schützt, damit nicht zwei Instanzen gleichzeitig mit den gleichen Dateiobjekten hantieren. Und genau an dieser Stelle arbeiten wir dann heute. Ich zeige Ihnen immer das vorherige Beispiel, wie Sie es alle kennen, wie Sie es wahrscheinlich alle einsetzen, und zeige Ihnen dazu ein Alternativkonstrukt. Manche Beispiele habe ich selbst für dieses Webinar hier entwickelt und manche der Beispiele entstammen aus dem Experience-Paket. Und zwar aus dem neuesten, aus dem 5.5.2er. Das heißt, das sind diese Adapter bereits alle enthalten. Grundsätzlich kamen die Adapter ab der 5.0 dazu, so sukzessive. Und den meisten werden die wahrscheinlich noch nicht bekannt sein. So, dann wechseln wir mal in das X4-System. Ich habe mal ein paar Themen rausgesucht. Je nachdem, ob Sie an dieser Stelle schon mal gearbeitet haben. Ich denke, dieser Iterator, das kommt jedem bekannt vor. Also irgendwelche Dateien auflisten, so lernt man es ja auch in der Schulung. Man zieht sich eine Liste raus, habe das schon mal vorbereitet, und man iteriert File für File durch, setzt klassischerweise per Dynamic Parameter den Document Name und liest dann die File. Das heißt, wir haben eine Aktion, wir haben hier noch ein XSLT-Mapping und wir schieben die Datei irgendwo anders hin. Also klassisches Move von A nach B und das hier ist nicht schlecht, das Pattern, gerade wenn man es als Event-Listener aufbaut, das heißt, wenn man, wie Sie es vielleicht schon mal gebaut haben, wenn man diesen Prozess hier als Endlos-Prozess aufgebaut oder als gestackten Prozess, wenn man ihn also stapelt übereinander und zwangsweise parallelisiert, indem man ihn alle 10 Minuten startet, kriegt man da eigentlich schon recht gut was weggearbeitet. Man kann ihn recht gut kontrollieren. Es ist immer nur ein Objekt im Zugriff. Das ist der Vorteil bei diesem Pattern. Das heißt, wir können objektweise auch sehen, ob die Transaktion geklappt hat oder nicht. Das ist der Vorteil, ganz klar. Und wie gesagt, mehr Power kriegt man, indem man mehrere von diesen Instanzen startet. Im Vergleich dazu haben wir jetzt aber einen recht neuen Adapter gebaut, den Filesystem Bulk. Und den Filesystem Bulk, der erfüllt die lang ersehnte Funktion eines Move. Ich habe hier das Standardbeispiel aus dem Experience-Paket rausgenommen und habe das ein bisschen umgebaut, nämlich heute ist ja Compression und Zip kein Thema vom Webinar, aber Process Files und Copy and Move, die möchte ich gerne zeigen. Die gehören genau in dieses Thema rein. So. Erstens mal ein bisschen was zum Handling. Das hier ist das Originalbeispiel, das untere. Bevor ich den starte, zeige ich vielleicht nochmal die Operationen. Read, write, delete, get metadata, kommt einem bereits bekannt vor, ist also wie beim alten File System Adapter auch so umgesetzt. Aber Copy kann der alte nicht. Das heißt, es wäre schon mal wie in unserem Iterator zu sehen. Move als zusätzliche Operation im Iterator, dass wir am Ende noch löschen, die File. Und
liest, kann der wiederum, wie früher, und List and Read als sehr, sehr starke Operation. List and Read braucht man nicht großartig zu erklären. List and Read zieht diese beiden Aktionen zusammen. Und dann kann man sich auch gleich vorstellen, wie viel performanter hier dieser Adapter auch arbeitet. Aber das war's noch nicht, keine Sorge, da kommen noch mehr Features, es geht nur um die Operation erstmal. List with Metadata, ist nochmal eine Ergänzung, wenn man alles über die File dann auch ziehen will, was man bekommen kann. Klassisches List. Auch hier gehen wir über den Iterator rein und bis auf marginale Unterschiede unterscheidet jetzt hier die Strategie nichts von unserem alten Filesystem Transfer Adapter. Vielleicht eins noch. Der Bulk Adapter liest die Metadaten, die Kopfdaten, die wir oft brauchen, also File Name und Last Modified, und weist uns den Content, den binären, als Base64-String aus. Das ist ganz, ganz wichtig für die Basisfunktion für diesen Adapter, nämlich dieser Adapter liest logischerweise nicht nur Einzelfiles, sondern, wie sein Name schon vermuten lässt, ganze Ordner auch, ganze Gruppen. Ich steige mich von unten nach oben. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie das funktioniert. List and Read. Ja, das muss ich hier überbrücken. Die erste Aktion brauche ich gar nicht. So. List and Read. Auf einen Schlag habe ich die ganzen Files hier vorrätig und kann sie auf einen Schlag verarbeiten. Ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist. Ich lege den mal an. Wenn ich hier drin, embedded in dieser File-Liste, davon ausgehe, dass ausschließlich XMLs sich darin befinden, kann ich den Inline-Content-Expander nutzen. Ist heute kein Thema, aber passt hier sehr, sehr gut in dieses Bild rein. Und zwar, der Inline-Content-Expander, der kann for each file arbeiten und kann praktisch diesen Base64-String inline expandieren. Also es kann inline dekodiert werden, das ist ziemlich effizient. Das heißt, ich hätte auf einen Schlag, wenn es sich um XMLs handelt, eine Liste an Files, Last Modified, File Name und eben den XML-Content expandiert an der richtigen Stelle. Ist also ganz schick, wenn es irgendwelche Strings sind. Wir sind ja immer noch im große Datenmengen effizient verarbeiten Bereich, dann ist es natürlich noch schicker. Ja? Dann muss ich mir nämlich nicht die Arbeit machen. Nämlich das Problem ist, selbst die neuen Adapter, die verleiten dazu, dass ich natürlich jetzt eine for-each-File durchführe und das nicht blockweise behandle, sondern das Ganze hier fileweise behandle. Und das ist natürlich ein Problem, nicht? Da verschenke ich wieder viel Performance. Okay, also, Process Multiple Files. Ein bisschen was vielleicht zum Hintergrund. Die ganzen Iteratoren sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, alle Adapter, die ich auch heute zeige, wurden aufeinander in der Funktionalität abgestimmt.
Ähnlich wie man das in dem Multipart-Bereich, einem Multipart-Adapter schon kennt. Der neue Multipart-Adapter ist extrem fixiert auf die REST-Schnittstelle. Das heißt, wenn ich über REST einen File-Upload fahre im Multipart, dann kann der das direkt expandieren. Und so ist es eben auch hier mit den, Massendaten-Adaptern. Die sind alle aufeinander abgestimmt. Und das führt uns jetzt zum nächsten Thema. Ich springe ein bisschen, und zwar passt es ganz gut zusammen, dieser Process Files und der Parallel Process Starter. In den neueren Schulungsdurchläufen, den neuen Einsteigerschulungen, wird er schon behandelt, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von Ihnen den noch nicht gesehen hat. Ich überbrücke das mal wieder, damit ich diesen Prozess einfach so nutzen kann und sage, okay, List and Read, damit ich mein Repository habe, damit ich das eingelesen habe auf dieser flachen Liste. Der Vorgänger vom Parallel Process Starter sah so aus. Kennen wir alle das Pattern? Wir starten parallele Queries und konsolidieren sie danach über eine Technologie. Manche von unseren Kunden haben das über ein Filesystem gemacht. Viele haben das über eine Message Queue gemacht und sagen sich, okay, ich koppel die Prozesse hier aus, schicke eine PID mit und anhand von dieser PID mache ich wieder ein Receive auf meinem Channel. Oder hier, wie immer, arbeite ich mit einem großen Set an Aufgaben. Danach fahre ich auf einen Iterator und starte einen Prozess mit der Aktion Sync und False. Also ich warte auf kein Ergebnis, fire and forget und hoffe, dass die Kindprozesse ihre Arbeit sauber durchführen. Und wartet dann hinten auf JMS, auf die Konsolidierung der Ergebnisse. Also ein Wahnsinnsaufwand, sehr schwer zu administrieren, sehr schwierig unter Kontrolle zu halten. Und dafür wurde ebenfalls ein Adapter gebaut, der das Ganze als eine Unit, eine einzige Einheit darstellt. Nicht mit JMS unter der Haube, aber ebenfalls sehr, sehr kompakt gebaut. So, ich gehe mal kurz rein und zeige Ihnen, wie das funktioniert. Der Parallel Process Starter, hier habe ich es gegenübergestellt, arbeitet nicht mehr nach diesem Collector-Pattern. Das kennt man noch, der Error-Collector, zu dem kommen wir später noch, da gibt es auch nochmal einen Adapter, hat damit gearbeitet, okay, wir streuen Ergebnisse aus per Process-Data, holen uns dann synchron die Ergebnisse zurück und bauen eine Liste auf, mit der wir dann am Ende arbeiten. Ja, das berühmte Error Collector Pattern, aber das kann man genauso gut wegwerfen wie auch die Multithreading-Szenarien, die ich vorhin gezeigt habe mit JMS. Das Ganze wurde sehr stark vereinfacht. Der Parallel Process Starter bekommt zunächst einmal von uns eine Process-URL, die er starten soll. Soweit so gut. Darin ähnelt er sich sehr stark dem klassischen Process Data, aber er hat eine maximale Anzahl an Threads, die er verarbeitet. Das heißt, ich kann ihm mit 0 ein Unlimited geben. Das ist ziemlich gefährlich, weil er natürlich den CPU aufs Maximum ausreizen wird. Deswegen ist es ganz schick,
wenn man das begrenzt auf Anzahl an Threads. Und die letzten beiden Fälle sind auch recht interessant. Input Base 64 bedeutet, wenn man gleich die Inputstruktur sehen wird von dem Adapter, ich schicke ihm eine flache Liste an Base 64 Content. Und damit passt er wunderbar zusammen mit unserem Filesystem Bulk an dieser Stelle. Also ich bereite die Ergebnisse, den binären Content, egal ob es XML ist oder nicht, als Base 64 vor und schiebe es 1:1 rein. Bedeutet, ich könnte 10.000 Files mit dem Bulk lesen und schiebe das im Block in den Parallel Browser Starter. Achtung, RAM, ja, vielleicht müssen wir es doch noch ein bisschen kleiner paketieren, aber wir haben die Möglichkeit, dieses Big Blocks den ad hoc zu verarbeiten. Ja, hatten wir vorher in dieser Form nicht. Der Parallel Browser Starter ist ziemlich schick gebaut, wie man gleich sehen wird. Xpand Output ist der Gegenspieler zum Base 64 mit Xpand Output. Wenn ich weiß, ich bekomme nicht-binäre Daten zurück, also Text-Strings oder XML-Strings, XML-Files, dann kann ich die Inline expandieren und spare mir den Inline-Content-Expander, den ich vorhin gezeigt habe. So, der Input ist ziemlich einfach. Ich habe das Ganze mal ein bisschen aufgebaut. Hier oben kommen ein paar Standardbeispiele. Und unten habe ich 135 Jobs, Starts, die ich eingefügt habe, damit man auch ein bisschen was sieht. Nämlich, ich habe hier bereits JConsole offen, damit man auch das ein bisschen nachvollziehen kann, dass er das tut, was er tun soll. Attribute werden durchgeschleift. Das heißt, Attribute sehen wir, egal wie das Ergebnis lautet, wieder. Das ist ganz schick, weil wir dadurch auch PIDs ohne großen Aufwand in den gestarteten Prozess durchschleifen können. Das wird man gleich beim Filesystem Bulk sehen. Das bedeutet, wir sehen im Ergebnis, ohne nur eine Zeile Code zu schreiben, dass die File und den Timestamp von mir aus, den wir auch reingesteckt haben. Außerdem noch viel mehr Attribute, wie man gleich sehen wird. Also das, was man früher händisch bauen musste beim Multithreading, Generic und Parallel Pattern, das ist hier alles beinhaltet. Any Root Element, also wir brauchen ein Root Element und dann eine Achse nach unten, die arbeitet. Also jedes dieser Child Elements unterm Root Element ist ein Start. Also First Input ist ein Prozessstart, Another Input ist ein Prozessstart und wird genauso, wie es jetzt markiert ist, an den Prozess vererbt. Und wenn wir das nicht haben möchten und möchten diesen Wrapper nicht drumherum haben, dann müssen wir auf dem Parallel Browser Starter Input Base 64 anhaken. Und dann können wir auch dem Prozess statt gleich zu Beginn genau die binären Daten bereitstellen, die aus Base 64 dann dekodiert werden. Also es muss nicht immer XML sein, aber es kann. Beide Szenarien sind möglich. Ich habe das Beispiel im Original gelassen. Einmal mit Xpand Output False, einmal mit True, damit man einfach ein Ergebnis sieht. Ich starte den Prozess aus dem Experience und sehe folgenden Content. Was bekomme ich zurück? In welchem Encoding? Wer hat die Aktion durchgeführt? Also es sind ausgekoppelte Jobs. Was ist da drin passiert? Also ich muss mich nicht mehr darauf verlassen, dass der Child Process irgendwas tut, sondern ich bekomme auch seinen technischen Status zurück.
Und ich bekomme auch die eingelieferten Attribute 1 zu 1 wieder so zurück. Und ich bekomme den Content als Base64 zurückgeliefert. Hier oben waren ja die drei Sonderfälle. Unten ist es alles das gleiche Ergebnis, da ich ja auch immer nur den Job X reinschicke. Beim Xpan-Output habe ich marginal mehr Rechenleistung, die fällig wird, aber dafür habe ich hier bereits das expandierte Ergebnis. Also je nachdem, was man haben will, mit was man rechnet, kann man hier ganz gut arbeiten. So, jetzt gucke ich gerade. Okay. Ich baue den Prozess jetzt mal um, damit man das auch mal sieht. Ich gehe also in den Filesystem-Balk. Gucken wir das nochmal an. Okay, das ist meine List and Read. Zieh den Kandidaten hier rein. Ich glaube, da hängt noch ein bisschen was mit dran. Process Files brauche ich. Und damit kann ich natürlich jetzt wunderbar arbeiten. Ich hole mir den ganzen Balk an Daten und schiebe die hier in den Prozess. So weit, so gut. Sage, okay, der Input ist Base64. Und jetzt könnte ich N-Files rasend schnell verarbeiten. Ich kriege jetzt die Files wieder genauso zurück. Man sieht, dass nichts großartig damit getan wurde. Aber das Teil ist schon richtig schnell. Und zwar so schnell, dass man auch hier fast nichts sieht. Man würde aber bei den Threads sehen. Hier sieht man einen kleinen Peak. Ich weiß nicht, ob Sie es bei meinem Mauszeiger sehen. Aber hier sieht man einen kleinen stabilen Peak, auf dem sich das vorhin eingependelt hat. Und dieser Parallel Process Data, der arbeitet im Round-Robin-Verfahren. Das heißt, wenn ein Slot frei wird, wenn ein Thread frei wird, wird er sofort nachbelegt. Er konsolidiert die Ergebnisse hinten raus. Und dann sind sie weiter in der Verarbeitung verfügbar. Wie groß man das Paket bestimmt, das ist Ihnen überlassen. Also wir arbeiten ja hier mit alles oder nichts. Aber von mir aus können Sie genauso gut mit dem Filesystem-Balk arbeiten und können sagen, okay, gib mir mal die Gesamtliste raus, die sich hier an dieser Stelle befindet. Also die Operation List wurde auch überarbeitet, ist deutlich performanter als früher. Und mit dieser Liste paketiere ich immer tausender Pakete und schiebe die dann gegen den Parallel Process Data. Parallel Process Data kann man sich vorstellen, wenn wir Maximum Threads mit 2, 3 fahren, haben wir auch schon einen enormen Zugewinn, wenn wir das irgendwo anders hinschaufeln müssen. Okay, also Parallel Process Data, auch sehr, sehr schickes Modell, was wir hier intern bei uns schon sehr intensiv auch nutzen. Jetzt gibt es hier einen Hidden Champion. War in den Release Notes gar nicht groß erwähnt. Aber auf jeden Fall sehenswert, weil er genau in die gleiche Kerbe schlägt wie alles, was wir bisher gezeigt haben. Und zwar lernen wir ja in der klassischen Einsteigerschulung, Sie erinnern sich dran,
immer dieses Pattern hier. JDBC Iterator. Ich habe jetzt mal 1500 Datensätze vorbereitet. Ich ziehe mir die ab und iteriere die Reihe nach durch. So. Das Ganze dauert ein paar Sekunden. Man kennt es. Es sind Prozesse, die wenig CPU verbrauchen, aber die Datenbank schon in Beschlag nehmen. Ja, also es dauert schon eine Weile, bis diese Datensätze hier in Summe verarbeitet sind. Bei der Einzelverarbeitung. Die meiste Zeit geht natürlich hinten beim Iterator flöten, aber gerade wenn ich Windows baue, also wenn ich Page auf der Datenbank, gerade bei MS SQL, dann geht mir natürlich nach hinten raus auf den letzten Frames auch die Luft aus. Je nachdem, mit welcher MS SQL-Version ich arbeite, wird es hinten raus ziemlich zäh. Dafür, allgemein bekannt, bietet sich ein JDBC-Cursor an, der uns über die Datenbank sehr effizient läuft und wandert. Gab es auch früher für diejenigen, die schon lange X4 entwickeln, in dem alten CS-Adapter, also in dem Vorvorgänger des bisherigen JDBC-Iterator-Adapters, gab es das schon mal, die Cursor-Funktionalität, und die ist jetzt als eigenständiger Adapter wiedergekehrt. Heißt also, dieser JDBC-Iterator hat ein neues Attribut bekommen, die Fetch-Size. Und jetzt kann ich von mir aus 100 Datensätze abholen mit meinem Select-Stern. Und ich spare mir den Iterator. Wirklich viel RAM spare ich mir dadurch auch. Der JDBC-Connector, der würde natürlich mein volles Ergebnisset abholen. Und der XPath-Iterator würde es dann, wenn ich es gut mache, paketieren. Aber natürlich bleibt das gesamte Ergebnisset die ganze Zeit in der Pipe. Und hier hole ich mir halt Pakete ab, die n Items groß sind und laufe die dann der Reihe nach durch. Das heißt, ich kann ganz genau schneiden, wie auch beim Filesystem Bulk, wie groß meine Pakete sein sollen und kann die dann auskoppeln. Auch hier das Szenario wunderbar kombinierbar. Der JDBC-Iterator bringt n Ergebnisse zurück. Egal in welcher Position dass sie sich befinden, genau 100 Stück. Und man sieht's, man kennt es schon, die Queries, das ist eine flache Liste, wunderbar. Flache Liste, wir erinnern uns, eignet sich für den Parallel Process Starter. Also wunderbar, hier wieder geeignet, um direkt in einem Zug mit nur zwei Adaptern parallel Prozesse auszukoppeln. Der Parallel Process Starter arbeitet immer synchron. Es gibt kein asynchrones Szenario. Das heißt, er kann hier 1:1 verbaut werden. Wir bekommen ein Ergebnis zurück, holen uns das nächste Package, laufen wieder auf den Parallel Process Starter und hier kann man sich die Performance-Steigerung schon vorstellen. Also die beiden, aber beim Windowing, bei der vollen Datenbankmigration, wie wir das manchmal machen, das ist eine Performance von Faktor 100 bis 1000 schneller. Wahrscheinlich noch schneller. Also 100 ist sehr, sehr tief gegriffen. Ich habe letztens gerade ein Integrationsprojekt gebaut. Da war ich im Faktor 1500 in den ersten Pages schneller
und hinten raus bei, sagen wir mal, Datensatz 3000, 300.000 oder 400.000 plus, da war ich bis zu Faktor 2000 schneller, 3000 schneller. Also Wahnsinn, was man hier an Power nochmal rausholen kann. Der Documents Collector. Wir haben das Thema vorhin ganz kurz geschnitten mit dem Thema des Parallel Process Starters. Wie gesagt, das ist das offizielle Beispiel aus dem Experience-Paket. Der Vergleich, der hing da aber etwas. Und um den klarzustellen, habe ich nochmal dieses Thema mit reingezogen. Das Konstrukt, das kennt fast jeder X4-Entwickler. Ja, ich möchte irgendwo on the fly was verarbeiten und möchte so ein ähnliches Ergebnis haben wie mein Parallel Process Starter. Manchmal ist kein Prozessstarter hier mit drin, sondern es ist lediglich eine Einzelbewertung von Ergebnissen. Und dieses Pattern hier, das kostet ziemlich viel Zeit und RAM. Und auch das wurde zusammengezogen mit den Documents Collector. Der ist jetzt nicht so spektakulär wie die vorherigen Adapter, aber trotzdem recht schick. Und zwar hat er ein eigenes Symbol gekriegt und kann folgende Operationen: Collect, Get und Get Remove. Ich spare mir mit Collect Essence das leere Initiieren, dieses hässliche einer Variable. Das heißt, dieses Empty Merge, was man immer zum Prozessanfang beim Error Collector Pattern initiieren musste, das entfällt schon mal. Das ist schon mal ziemlich gut, weil nämlich das die meisten verwirrt, die den Prozess später warten müssen. Es gibt einen Namen der Variable. Der Name ist nicht mehr unten in den Properties, sondern ist eben auf die Parameterschiene gewandert. Und es gibt verschiedene Collection Modes, sage ich jetzt mal so. Ich zeige jetzt in dem Webinar heute nur XML. Kann man sich einfach im Experience-Paket mal angucken, wie das Ganze läuft. Und wenn man sich das jetzt anguckt, sieht man auch, dass es genauso funktioniert wie unser Error Collector Pattern früher, nur um Faktor n schneller und sauberer. Also das war nochmal die Ergänzung hier an dieser Stelle, nur dass dieses Pattern auch klar abgegrenzt ist. Alle Adapter, die wir heute gesehen haben, sind natürlich kompatibel mit unseren XML-Szenarien, die ebenfalls im Experiments-Paket liegen. Ich habe das mal hochkopiert, damit ich nicht lange suchen muss. Ich nehme mal ein Beispiel raus, für diejenigen, die das vielleicht noch nie gebraucht haben, zum Glück. Aber trotzdem ist es ganz schick, das mal zu kennen. Es gibt Split Big XML. Nee, das ist er nicht. Big Data Handling. Ich muss mal kurz durchnavigieren. Big XML to XML. Genau, das wünsche ich mir, das Pattern. Die anderen kann man sich angucken. Die arbeiten, wie gesagt, sehr, sehr nahe an den neuen Adaptern. Super einfacher Trick. Ich habe ein Head, den ich schreibe, eine XML. Ich eröffne diese File mit dem klassischen Filesystem Adapter. Habe dann irgendeinen Content, XML basierend. Und diesem Content, dem nehme ich die XML Declaration weg. Das heißt, nur der Body bleibt übrig. Und man weiß schon, wo es hinführt. Dieser Head hier, der wird von X4 mit dazu gebaut, aber eigentlich ist es nur dieser Korpus. Ich laufe ein paar Mal durch. Appende immer wieder
mit Operation Append an meine File. Und ganz am Ende brauche ich noch den Closing Tag. Ja, unsere Werbung brauchen wir nicht unbedingt, aber den Closing Tag, der ist verbindlich. Und damit produziere ich aus First Part, Last Part und Content Tree eine gültige XML. Und zwar kann ich damit eine gültige XML produzieren, die weit jenseits der Gigabyte-Grenzen liegt. Und gerade wenn ich mit Append arbeite, im Multithreading-Verfahren, das heißt, wenn ich 10 große Blöcke bauen muss, die sind aber alle gegeneinander getrennt, dann koppel ich die 10 großen Blöcke aus und lasse die großen Blöcke aufstreamen. Also wunderbar geeignet zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Oder aber denkbar JDBC Iterator. Ich hole mir 1000 Sets und appende die 1000 Sets dran. Das heißt, ich habe einmalig einen Call auf die Datenbank, ein Statement, was dagegen gefahren wird. Merke mir die 1000 Sets, baue die dran, nehme die nächsten 1000 Sets, appende sie wieder dran und halte so den Ball deutlich flacher wie früher. Und genau das gehört dann in diese Big Data Varianten eben dann rein. Das war's von den neuen Adaptern. Der File-System-Bulk-Adapter kann List and Read und Move und Copy, habe ich hier noch vergessen. Und wir sparen uns sehr, sehr viel Arbeit beim Aufsammeln von Dateien. Der JDBC Cursor kann pagen durch eine Datenbank, ohne dass wir sie reindizieren, wie bei manchen Patterns. Kann man darüber streiten, was effizienter ist. Ich finde sogar, der Cursor ist effizienter wie ein selbstgebautes Pattern mit Limit und Offset. Müsste man mal gegeneinander vergleichen, aber ich denke, das ist deutlich effizienter. Und der Parallel Process Data als absolutes Highlight, der löst zahlreiche Patterns ab und bietet uns eine nie zuvor gekannte Bequemlichkeit bei der Darstellung und Verarbeitung der Ergebnisse. Und der X4 Documents Collector, der löst eben das alte Error Collector Pattern ab und räumt unsere Prozesse wahrscheinlich deutlich auf. Nämlich, das kennen Sie auch noch, dieses alte Error Collector Pattern ist meistens an den Stellen fällig im Prozess, wo man sowieso keinen Platz hat. Dann schiebt man es in einen Subprozess und dann hängt wieder der Subprozess an der Stelle rum und hier eben deutlich aufgeräumter mit diesem Adapter. Und die Big XML Patterns, die kann man mit diesen Adaptern alle in Verbindung bringen, weil das aufeinander abgestimmt wurde von vornherein. Der File-System-Bulk ist meines Erachtens Bestandteil vom ASP. Der JDBC Cursor ist Bestandteil von der Datenbank-Suite, von der JDBC-Suite. Der Parallel Process Data ist Bestandteil, der Documents Collector ist auch Bestandteil vom ASP. Das heißt, das Einzige, was Sie noch tun müssen, ist ein Update durchzuführen auf die neueste Version. Dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.